Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wie versprochen, heute noch eine zweite Folge. Zumindest wissen die Leute Bescheid, die meinen Kommentar unter dem Video der 355. Folge gelesen haben. Ja, da war ich selber ein bisschen doof. Wir sind auch heute mit dem Hauptaccount unterwegs. Und ich habe einfach verrafft, dass man die Waren natürlich gestellt bekommt, um die an eine andere Station zu liefern, so wie das vorher schon immer der Fall war. Allerdings waren da halt die Warengrößen so groß, wie ich die halt maximal auch mitnehmen konnte, sodass der Auftraggeber mir direkt, ohne nochmal nachzufragen, mir seine Waren in den Frachtraum gekippt hat. Und jetzt mit Update 3.0, bei den höheren Mengen, die man da verschippern kann, muss man die vom Auftraggeber manuell in den Waren oder ins Frachtgestell laden und nicht erst irgendwo kaufen und dann irgendwo anders hinfliegen, um die dort abzugeben und dann rumzumeckern und rumzujammern, warum das denn nun nicht funktioniert. Mir fiel das wirklich direkt nach dem Folgenende auf und dachte, fuck. Ich wollte sogar erst die Folge dann löschen und eigentlich gar nicht hochladen, aber ich dachte, ach komm, mach's trotzdem. Geht halt auch mal was schief, ist ja nicht so schlimm. So, deswegen heute nochmal eine andere Folge. Beziehungsweise mal was ganz anderes, so ähnlich hatten wir das schon mal gemacht oder ich habe das immer mal gezeigt, aber wir reisen heute so ein kleines bisschen durch die Bubble, sehen ein paar verschiedene Dinge, geht darum, um einfach ein paar Sachen für die Ingenieure zu sammeln. Da gibt es so die ein oder anderen guten Möglichkeiten, das zu machen, und als allererstes probieren wir mal was ich jetzt selber noch nicht so gemacht habe, aber mir der Myrkon als Tipp gegeben hat, und zwar sind wir im System N'Galkin A1C, beziehungsweise im System N'Galkin, Planet A1C, relativ nah dran, knapp 650 Lichtsekunden entfernt vom Hauptstern. So, und da gibt es eine zivile Installation. Da fliegen wir jetzt mal hin. Und ganz zum Ende der Folge werden wir dann noch diese ASP, die ich dann nehmen werde für die Guardian Ruin, dadurch, dass es ein etwas kleineres Schiff ist als meine Anaconda, die werden wir dann nehmen, um dann mal die neuen Guardian Ruin zu erkunden. So. Oh, der sieht aber schick aus, oder? Oh, herrlich. So, kommen Sie? Seit wann sind wir denn beim Sie? Alle bitte duzen. Gut, zivile Installation. Und zwar sollte es sich hierbei um eine der Stationen vom CQC handeln, falls es jemand mal sagt, dem Arena-Modus des Spiels. Jo, da sehen wir sie. Sieht unfassbar geil aus. Und hier gibt es Satelliten, die man scannen kann, um dann zum Beispiel diese Daten für die Ingenieure zu bekommen. Meine Fresse, sieht ja aus wie in Las Vegas hier, oder? Sehr schön. Ein bisschen schade, dass die gerade mehr oder weniger im Schatten des Planeten liegt und hier gar nicht so viel Licht hinkommt. Macht aber was her, oder? War ich jetzt selber ein kleines bisschen überrascht. Na gut, ist ja nicht so schlimm. So, wir brauchen einmal die Satelliten. Die scannen wir jetzt mal. Ich hoffe, das Schiff scannt die jetzt automatisch. Genau. So, und da könnten wir halt hier unter Umständen an seltene Scan-Daten für die Ingenieure rankommen. Außergewöhnliche verschlüsselte Emissionsdaten hätten wir da zum einen. Und da drüben hinter der Station wäre nochmal ein anderer Satellit. So, offene symmetrische Schlüssel zum Beispiel. Ja, alles so Sachen, die man gebrauchen kann. Und ihr fragt euch jetzt, warum liegt der hier hin und scannt das hier? Ich bin sonst auch nicht so der Typ, der unbedingt Bock hat, immer wieder sich ein- und auszulocken ins Spiel. Aber bei manchen Sachen, die man für die Ingenieure braucht, die unfassbar nervig sind einfach zu bekommen, finde ich das sogar noch okay, wenn man das mal macht. Zum Beispiel vor allem auch bei den Daten, die wir hier scannen können und auch für manche Ingenieure brauchen, für hochwertige Baupläne. Irreguläre Emissionsdaten bekommen, wunderbar. Kann man das schon mal machen, meiner Meinung nach. So, dann den nochmal. Und so könnte man das immer wieder machen. Ihr seht es einfach, raus ins Hauptmenü, wieder rein ins Spiel. Immer wieder die beiden Satelliten scannen, unerwartete Emissionsdaten. Und dann kann man das so häufig machen, wie man
lustig ist. Oh, wir werden gerade gescannt. Nutzen wir es doch mal und sehen uns hier mal ein bisschen um. Nochmal Licht an. Sorry, hab dich verwechselt. Dachte, du wärst jemand anders. Martin Dagatz. Irgendein böser NPC, der wollte wohl was von mir. Tja, die CQC-Station, wie wir sie auch hier sehen, die findet man ab und zu mal im Spiel. Finde ich ganz nett gemacht. Aber man sieht halt auch echt toll aus teilweise, ne? Nur leider ist es da interaktionstechnisch nicht ganz so toll. Das heißt, man kann da nicht so viel mitmachen. Die zivile Installation, kann ich das Teil selber nochmal scannen? Ne, das geht nicht. Okay, das ist bloß der Navigationspunkt dazu. So, da behält uns jemand anders im Auge. Sehr schön. Genau, das wäre halt eine der Sachen, die man immer wieder machen kann, so oft wie es nur geht. Und sich da die ein oder andere Stunde ums Ohr schlagen kann, bis man denn mal die Daten hat, die man gerne hätte oder bräuchte. Es ist halt eine sehr, sehr einfache Sache, sich so die Daten zu beschaffen, die man braucht. Ohne jetzt einen großen Aufwand. Man könnte das halt auch machen und auf den Planetenbasen rumfahren und dort die verschiedenen Pylonen oder Sonden scannen. Da muss man nämlich mal 2 bis 5 Sonden scannen, um dann eventuell die richtigen Sachen zu bekommen, um dann wieder eine andere Station anzufahren. Und das dauert ewig und ich habe damals den übelsten Hass bekommen, weil ich nie, es gab da so eine ganz spezielle Daten, die ich brauchte und die habe ich nie gekriegt. Ich überlege gerade, welche das waren. Warte mal, wir gehen mal durch. Ich glaube, ich habe die zufällig sogar gestern woanders woanders bekommen. Das war irgendeine Industriefirmware, ne? Modifizierte, integrierte Firmware oder sowas. Genau, die ist sau selten. Die ist unfassbar. Das ist halt eine Qualitätsstufe 5. 2 habe ich jetzt noch dabei. Okay, die habe ich gestern nicht bekommen. Das war eine andere. Aber die ist halt auch selten und die könnte man halt hier auch bekommen zum Beispiel. Deswegen wäre das eine einfache Sache, um hier zum Beispiel an die Daten ranzukommen. So, jetzt geht's woanders hin. Ab nach Death's Hope. Das sagt dem einen. Oder? Nee, Moment. Falsch geplant. Da geht's noch nicht hin. Da fliegen wir danach hin. Bloß die Punkte falsch gesetzt. Wir fliegen jetzt in ein System mit Hungersnot. So. Auch da bekommt man schöne Sachen. Da war ich gestern eine Weile unterwegs, um und das 5er Upgrade sicherstellen zu können für den FSA, für dann halt auch hier die Explorer ASP. Die hatte nun, ich weiß gar nicht, warum diese ASP hier auf dem Hauptaccount bloß irgendwie eine Einerstufe drin hat vom Upgrade. Keine Ahnung. Ich hatte ja hier mal eine ganz tolle ASP. Aber warum die nicht mehr vorhanden ist, das weiß keiner, glaube ich. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo die hin ist. Das ist mir ein Rätsel. Genau, wir fliegen jetzt mal in ein Hungersnotsystem. Denn in den Systemen, in denen es Hungersnot gibt, ich war gestern in einem anderen, musste mir vorhin noch ein anderes System suchen. Da gibt es sogenannte Verteilungszentren. Und gut, das hier hat jetzt bloß wenig Bevölkerung, auch bloß 60.000. Ich war gestern in einem System mit einer Hungersnot und die halt ein paar Millionen Einwohner hatten, die haben knapp 1 Million. Na gut, ist egal, wir fliegen das mal an. In der Nähe gäbe es ja noch mehrere. Genau, und in den Hungersnotsystemen gibt es dann sogenannte Verteilungszentren. Da stehen einige Verteilungsschiffe rum, meistens T9s. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man reinspringt in so ein Verteilungszentrum, dass man nicht direkt in so ein T9 reinballert. Wäre mir gestern fast passiert. Und anhand der Sogwolken, die da entstehen, die hochgradigen Sogwolken, kann man mit dem Sogwolkenscanner diese Dinge halt scannen und dann zum Beispiel die FSA-Datencache-Ausnahmen sammeln. Ich war da gestern über eine Stunde und konnte 3-mal welche scannen, die halt FSA-Datencache-Ausnahmen beinhalteten. Das heißt, 9 Stück hatte ich bekommen. Ist jetzt nicht so übermäßig viel, aber würde halt für einen 9-mal einen Wurf reichen. So, weiter geht's. Die sind schon ganz gut unterwegs. Die schafft jetzt, wie gesagt, nicht so viel. Hat keine so hohe Sprungreichweite, gut 36 Lichtjahre, das ist erstmal okay. Aber hier sind bloß, wie gesagt, ich glaube 8% optimierte Masse oder so möglich. Das Ding ist, was mir aufgefallen ist, dass, mal schauen, ob wir das noch mit reinkriegen, dass man Schiffe, die vor Update 3.0 schon am FSA zum Beispiel was gemacht hatten,
oder bei denen was gemacht wurde per Ingenieur, kann man nicht über die entfernte Werkstatt upgraden. Das ging weder mit der Anaconda, mit der ich jetzt unterwegs war, noch geht das hier mit der ASP. Denn man muss mindestens einmal zum Ingenieur, damit der dann das Vorhandene erstmal überschreibt. Das ist mir schon mal mit einem anderen Schiff irgendwann aufgefallen, dass ich irgendwas akzeptieren musste und das nicht direkt per entfernte Werkstatt machen konnte. Zeige ich euch dann mal. Jedenfalls muss man dann erstmal mit dem Schiff direkt zum Ingenieur und kann nicht über den Bauplan, die hier gespeichert sind, die Sachen nutzen. Und mir fiel auf, das 5er Upgrade für den FSA, für die FSA-Einspeisung oder für die optimierte Masse, sind nicht mehr nur 50, sondern sogar 55%. Die haben das nochmal ein paar Prozent angehoben, meiner Meinung nach. Also auch eine super Sache. Wäre halt super, wenn wir jetzt durch Zufall gleich nochmal, oh, wie schön, einmal eine FSA-Datencatch-Ausnahme bekommen würden. Das wäre super. Aber wie gesagt, das kann lang dauern, kann auch schnell gehen. Das ist halt ganz unterschiedlich, die FSA-Datencatch-Ausnahmen. Auch die Dinger sind leider relativ selten. Mein Gott, hier ist so viel drin in den Daten. Das ist echt Wahnsinn. Was sind sie denn? FSA-Datencatch-Ausnahmen auch da. Qualität Stufe 5. Da dauert es ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das wären jetzt so drei Sachen, die ich euch jetzt hier mal zeige, wo man ganz gut an Sachen rankommt für die Ingenieure. Und am besten ist dann Death's Hope zum Schluss. Ich habe das schon ein, zwei Mal gezeigt, glaube ich, schon wieder eine ganze Weile her. Und gerade jetzt durch die Ingenieure, durch den Technology Broker, die müssen wir uns auch mal anschauen, einer der nächsten Folgen, ist das eine ganz feine Sache, wenn man zumindest von einigen Sachen ein bisschen mehr auf der Halde hat oder auf der hohen Kante, die man dann ja auch eintauschen kann. Das müssen wir uns dann selber mal angucken. Ich wurde jetzt immer mal gefragt, wo man die Technology... Nee, Moment, nicht... Entschuldigt, nicht die Technology Broker, sondern ich meinte die Materialienhändler, Material Trader, die meinte ich. Die findet man in Hochsicherheitssystemen mit genügend Bevölkerung oder mit viel Bevölkerung. Da soll man dann eher auf die treffen. Es gibt da wohl zwei oder drei, ich glaube sogar drei verschiedene, die halt verschiedene Sachen anbieten. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da sehr begeistert bin. Man müsste sich wahrscheinlich mal irgendwie alle drei raussuchen. Dann Lesezeichen setzen und dann kann man die immer wieder mal ansteuern. Müssen wir uns selber mal angucken, war ich jetzt noch nicht. Und das wird vielleicht nächste, übernächste Folge oder so der Fall sein. So, hier sind wir angekommen im System. Einmal drüber gescannt und eventuell, wenn wir Glück haben. Ui, okay, da haben wir gerade ein bisschen Pech. Das ist alles sehr weit weg. 120.000 Lichtsekunden. Bringt uns natürlich nichts, das wollen wir nicht. Da fliegen wir jetzt einfach mal weiter, in der Hoffnung, dass wir da ein Verteilungszentrum finden. Am besten halt wäre noch, wenn die auch viel oder eine hohe Bevölkerungsanzahl haben, die Systeme. Ich wollte es jetzt bloß mal zeigen, deswegen ja, gucken wir einfach mal. Ihr könnt natürlich auch, was ich auch eine Weile gemacht hatte, vor den Hungersnotsystemen, das ging auch vor 3.0 schon, also das sind jetzt keine Sachen, die erst seit 3.0 funktionieren, das ging auch vorher schon, bloß ich denke mal, viele Leute wissen das auch nicht, dass man unter Umständen auch an die ein oder anderen Sachen ein bisschen leichter rankommen kann. So, ich tanke mal ein bisschen auf. Ach komm, alles so weit weg. Kann doch nicht euer Ernst sein. Moment, da habe ich jetzt ein bisschen Pech gerade. Hatte ich gestern nicht, da bin ich eins angesprungen, dann war das hier, 43,6 Millionen und Hungersnot. Na dann mal los. Ihr müsst dafür um die Hungersnotsysteme, hatte ich vergessen zu zeigen. Moment, noch kurz den FSA starten. So. Müsst ihr hier drüben bei der Filterung Status auswählen. Ne, wo hier Zivilisation, Sternklasse, Zugehörigkeit und so weiter drin ist, den Status auswählen und dann unten das drittvorletzte ist die Hungersnot. Das aktivieren und dann seht ihr die Hungersnotsysteme. So, jetzt aber. Komm schon. Es hätte jetzt wahrscheinlich auch in den beiden Systemen Verteilungszentren gegeben. Ach hier, da ist direkt eins.
So, da ist ein Verteilungszentrum. Die Dinger seht ihr hier links natürlich in der Navigationsleiste. Gibt es auch verschiedene von. Also mehrere, nicht bloß mal eins. Und ja, einfach anfliegen, reintroppen und dann den Sogwolkenscanner nicht vergessen. Nehmt am besten ein wendiges, schnelles Schiff mit, damit ihr schnell hin und her könnt zwischen den Sogwolken. Und wenn es sich anbietet, ich hatte jetzt Glück, dass das Kraftwerk technisch gerade so geklappt hat mit dem größten Sogwolkenscanner, mit dem 0A. Der hat eine Reichweite von 4 Kilometer, das heißt, ich kann ab einer Entfernung von 4 Kilometern schon die Sogwolken scannen und muss nicht erst auf 3,5 oder 3 oder 2,5 Kilometer ranfliegen. Kostet halt ein bisschen mehr, aber macht schon was aus, dass man nicht so nah ranfliegen muss an die hochenergetischen Sogwolken. Okay, doch vor dem Planeten noch oder hier so rechts an der Seite. Dachte, das wäre noch dahinter, aber wir haben wahrscheinlich eine sehr schöne Aussicht, wenn wir da gleich reindroppen. Okay, soll mir recht sein, gestern war das irgendwo mitten im Raum, zwar in der Nähe einer Station, aber da hatte man nichts gesehen ringsrum. Aber hier ganz, ganz schick. So, und dann mal los. Achtung, T9, aber links und rechts von einem. Oft sind es drei, hier sind es jetzt gerade bloß zwei. So, und dann schauen wir uns die Kontakte an. Dauert ein bisschen, wenn ihr reingesprungen seid, nicht wundern, dass es noch keine gibt. Bleibt mal ein paar Minuten hier drin. Dann kommen ja die kleinen Adder und Howler an. Die besorgen sich dann Zeug von diesen Distribution Ships, also Verteilungsschiffen. Und springen dann wieder raus. Und ihr könnt dann die Sogwolken scannen. Das heißt, ihr bleibt hier drin. Guckt einfach hier drüber, rüber und wartet bis hier unten. Die tauchen am Ende der Kontaktliste auf, bis die hochenergetischen Sogwolken auftauchen. Da haut eine Hauler gleich ab, ich flieg mal hinterher. Da können wir dann direkt die Sogwolke nutzen. Der hinterlässt auf alle Fälle eine, denn die springen immer in ein anderes System. Die sammeln hier die... Huch! Die sammeln hier. Ah, guck mal, da hinten ist zum Beispiel eine. Nehmen wir die direkt mal. Sogwolkenscanner anschmeißen und dann hoffen, dass nicht nur atypische FSA-Störaufzeichnungen auftauchen, die es sehr häufig gibt, sondern auch vielleicht die FSA-Datencatch-Aufnahmen. So, atypische FSA-Störaufzeichnungen. Wunderbar. Habe ich schon, weiß ich nicht wie oft. Und so geht das dann halt hin und her und dann... Wenn ihr ein paar Minuten drin seid, kommen wirklich in einer Tour neue exzentrische Hyperraumrouten. Das ist schon ein bisschen seltener. Braucht man zum Beispiel auch für das 4er-Upgrade. Zack. Habe ich jetzt auch schon 54 Mal. Sind ein bisschen seltener, aber gibt es trotzdem. So. Ja, und dann geht das so weiter. Einfach hin und her düsen und die Teile scannen. Ich kenne jetzt mal noch ein, zwei. Gestern hatte ich, hatte auch schon mal mehr Glück. Also es kann auch sein, dass ihr in 10 Minuten 4-5 Mal irgendwelche FSA-Datencatch-Ausnahmen bekommt. Gut, in dem Fall gibt es jetzt mal gar keine Daten. Das kann auch eher seltener mal vorkommen, kann aber passieren, dass ihr gar nichts bekommt. Aber manchmal bekommt man auch zweimal Daten aus einem Scan raus. Vielleicht auch eine Handvoll Mal passiert gestern. Komm schon, wenigstens einmal. Komm. Anormale FSA-Telemetrie. Nein, auch nicht. Jo. Es gibt gerade keine weiter. Einfach kurz warten. Geht dann schon gleich weiter. Ja, und nebenbei am besten irgendeine Serie oder irgendeinen Film gucken, damit es nicht ganz so öde wird. So kommt er jedenfalls am besten für die Daten ran, die ihr braucht, gerade für den Frameshift-Antrieb von Grad 2 bis Grad 5. Da braucht man immer mal wieder verschiedene Sachen aus den Hochenergie-Sogwolken und da gibt es das dann. So, da ist eine neue aufgetaucht. Plus 1,5 Kilometer entfernt, können wir direkt scannen, brauche ich gar nicht näher ran. Manchmal sind die wirklich dann direkt in eurer Nähe, dass ihr, wenn ihr den
Scanner mit einer 4 Kilometer Reichweite oder auch 3 Kilometer Reichweite reicht auch vollkommen aus drin habt, euch einfach nur mit dem Schiff drehen müsst und dann gar nicht irgendwo ranfliegen. Oh, wieder Pech gehabt, wieder nichts dabei. Macht nichts. Da kamen schon die nächsten beiden rein. Und die sind halt alle echt nicht weit weg, ne? Selten, dass man dann mal irgendwie über 8 Kilometer nochmal eine Distanz überbrücken muss. So. Eine noch. Nur noch ein Sprung. Aber sah Datencatch aus. Ja, ich werd bekloppt. Nice. Geil. Okay, das ist super. Kann ich schon 12-mal den 5er-Wurf probieren. Also maximal. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Mal gucken, wie weit wir kommen mit der RSP. Aber so auf 50 Lichtjahre hätte ich sie schon ganz gern. Ah, typische FSA-Störaufzeichnung. Da war noch eine. Können wir auch mal hinboosten. Zack. So, dann scannen wir die noch. Wenn keine neue dazu gekommen ist, dann geht es danach weiter. Doch, da ist nochmal jemand gesprungen, oder? Kam jemand rein. Es kam jemand rein. So, exzentrische Hyperraumrouten. Ja, wunderbar. Und so geht das dann halt hier hin und her. Hungersnotsysteme. Einfach danach filtern. Status, Hungersnot. Und dann kommt ihr dahin. So, jetzt geht's in ein anderes System. Nicht so weit weg von hier, von dem wir gerade sind. Und zwar ist das der Hyades-Sektor DR-V Leerzeichen C2-23. Sind auch bloß 3-4 Sprünge, ne? 3, genau. Dort gibt es eine kleine, naja, nennen wir es mal Oberflächeninstallation, Death's Hope genannt. Da gibt es, tja, alle möglichen Materialien, auch für die Ingenieure. Auch seltene, ganz seltene Sachen, sehr häufige Sachen. Die Liste ist relativ lang, was man dort abstauben kann. Fliegen wir aber erstmal hin. Nanu? Was hab ich hier? Ja, genau. Okay, auf einmal war meine Route weg. Vielleicht hatte ich aus Versehen noch ein System angewählt. Gut, nicht so dramatisch. Bataragura. Zumindest kann man so über die drei Sachen, die ich euch jetzt für heute vorstelle, den FSA schön pimpen. Da braucht man nicht das erste, da reichen die Hungersnotsysteme mit den Sogwolken und das, wo wir jetzt hinfliegen, vollkommen aus. Ein bisschen Treibstoff mitnehmen, sonst wird es eng nachher. Ich weiß gar nicht, wie viel hier reinpasst. 412. Oh, eine Wasserwelt. Gut. Vorletzter Sprung. Das Gute ist, dass mittlerweile die Sachen, die wir gleich anfliegen, und ich hoffe auch, dass das bei den neuen Alien-Ruinen so ist. Ich weiß, dass schon mal jemand von euch jetzt dort war, denn da wurde ein Kommentar hinterlassen. Vielleicht kann der oder diejenige das beantworten, dass man... Oder ob man auch die neuen Alien-Ruinen über die Kontaktliste links mittlerweile sehen kann, wenn man sich dem Planeten nähert und nicht wieder auf Koordinatenflug gehen muss. So wie es jetzt bei Death's Hope auch seit schon geraumer Zeit ist. Das ist jetzt nicht neu. Es gibt schon länger bei Death's Hope, dass man das im Navigationssystem auswählen kann. So, und letzter Sprung. Jawohl. Dafür braucht ihr übrigens einen Buggy. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Death's Hope auf alle Fälle mit Buggy, sonst ja, funktioniert es halt einfach nicht. Könnt es versuchen, könnte aber schwierig werden. Ich weiß nicht, wer den letzten Livestream verfolgt hat. Da hat er auch Mirkon, der mir den Tipp mit der CQC-Station vom Anfang gezeigt hat, gemeint, dass er einige tausend
Materialien gesammelt hat. Und zwar war das genau an der Stelle hier. Wie gesagt, die gibt es schon recht lange. Das ist der Planet A5, direkt der fünfte, nicht so weit weg, bloß 60 Lichtsekunden, deswegen gar nicht so viel Geschwindigkeit aufbauen. Und dort findet ihr Death's Hope. So, da fliegen wir jetzt hin. Und ihr braucht zum Beispiel auch, bevor wir da gleich ankommen, gehen nochmal in die Ingenieurliste für den FSA. Phosphor braucht ihr, Mangan und Arsen. Das Gute ist, es gibt davon auch alles hier im System. Das heißt, wenn ihr einmal hier seid und Arsen, Mangan oder Phosphor braucht, guckt euch einfach mal die anderen Planeten an. Ich glaube, der dritte, der hat nämlich Arsen und Phosphor, beides. Hatte ich gestern auch gesammelt und da hatte ich auch sehr viel Arsen gefunden und auch einer der anderen könnte man auch Mangan finden. Genau, bei dem hier zum Beispiel Mangan relativ häufig. Also gibt es dann hier den Rest für die FSA-Einspeisung. So, ein bisschen langsamer ranfliegen. Death's Hope ist sehr schön gelegen und ich habe den Planeten jetzt nach 3.0 kaum wiedererkannt, denn ursprünglich war das so ein bisschen ins Bräunliche gekleidet per Oberflächentextur und jetzt ist er so eher ins Gräuliche und liegt in der Nähe einer kleinen, feinen Bergkette. Zumindest die Aussicht ist sehr schön, wenn man sich dort rumtreibt. Nicht ganz so schnell ran. Die sind relativ klein, die Planeten. Ein bisschen runter noch. So. Da sehen wir schon direkt in der Nähe von einem Berg. Keine Sorge, ihr könnt auch hier ohne Probleme, wirklich ohne Probleme. Ich war auch gestern mit der Anaconda hier mit großen Schiffen landen. Ist überhaupt kein Thema, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick aus der Entfernung so ein bisschen danach aussieht, als ob man, ob es da eventuell Schwierigkeiten gibt beim Landen. Ist aber nicht. Einfach egal, mit welchem Schiff ihr herfliegt. Der Landeplatz ist mehr als ausreichend. So. Auf alle Fälle eine schöne Aussicht, ne? Death's Hope nennt man auch das Materialien-Eldorado. Näher. Schwerkraft relativ wenig, 0,08 plus, 0,09 glaube ich höchstens. Also kann man ruhig nochmal mit dem Schiff eine Runde rumboosten, bevor man da zum Landeanflug ansetzt. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal hierher geflogen bin, da gab es das noch nicht, dass man Death's Hope in der Navigationsleiste sah. Da musste ich das noch über die Koordinaten anfliegen. Hier fliegt auch immer so ein kleines Schiffchen rum, da drüben sehen wir eins. Keine Sorge, das macht nichts. So. Und hier links und rechts davon ist wirklich genügend Platz für sämtliche Größen an Schiffen. Gar kein Licht an. So, wunderbar. Und Buggy raus und dann geht das los. Und dann könnt ihr euch eine kleine Rennstrecke draus machen. Ich sag euch gleich wieso. Moment. So. So, das wäre der Soap. Hier gibt es ein paar Sachen. Also zum ersten, ihr könnt hier verschiedene Punkte euch mal angucken. Da sind zum Beispiel hier so kleine Kommunikations-Lock-Uplink-Punkte. Und Könnte man die nicht auch scannen? War das nicht so? Achso, sorry. Ich hatte das. Ich habe einfach den falschen Button benutzt. Genau, die Dinger könnte man auch scannen. Und da kann man hier was Schönes erfahren über ein Abbauteam. Ich habe das alles schon mal vorgelesen. Als wir hier mal vor einem Jahr oder etlichen Monaten waren. Ich glaube, das ist schon wieder über ein Jahr her. Genau.
Da gibt es verschiedene Uplink-Punkte, 6 Stück insgesamt. Und das war jetzt der erste zum Beispiel. Könnt ihr euch mal durchlesen. Ist sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. So, und da gibt es hier so eine kleine Runde, die man fahren kann. Und ihr seht schon, hier rechts unten liegt zum Beispiel das erste Rumpf, Frachtluke auf, mechanisches Equipment. So, das sind alles die gefertigten Teile. Hier Wärmeverteilungsplatten, die man auch dringend für die Ingenieure braucht. Unter anderem auch für den FSA-Antrieb. Und ich mache das mal eben mit dem Gamepad. So, einmal chemische Prozessoren braucht ihr, die findet ihr hier. Genauso die Chemiedestillerie, die findet ihr auch hier. Und chemische Manipulatoren, ihr seht, ich habe 48 dabei, findet ihr auch hier ohne Probleme. Also alles zu finden für den 5er FSA. Na, hier links kommt noch was runter. Verbundschilde. Alles Mögliche dabei. Was haben wir da hinten noch? Phasenlegierung. Sowas wie chemische Manipulatoren. Chemiedestillerie ist ein bisschen seltener. Und hier hätten wir auch einen Punkt, der kann auch immer wieder gescannt werden. Der ist ähnlich der Punkte, die ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. So. Scan-Datenbanken unter Verschluss bekommen. Okay. Das ist natürlich super, ungewöhnliche verschlüsselte Files. Scan-Datenbanken unter Verschluss kommt recht selten vor. Hatte ich hier tatsächlich auch gestern schon 2 Mal oder so bekommen. Jetzt hier auch noch einmal. So, da nochmal leitfähige Komponenten, nochmal ein paar Verbundschilder. So, dann kommt hier gleich noch eine Stelle. Erstmal noch eins, nochmal Phasenlegierung, Wärmeverteilungsplatten, Laserkristalle. Und dann kommt hier links noch eins. Und dann sind wir die Runde schon einmal gefahren. Da hinten ist Kristallscherben. Diesen scheinen neu zu sein. Zumindest, also habe ich die vor Update 3.0 hier nie bekommen. Und hier sehen wir jetzt schon die Reifenspuren. Von hier komme ich gerade her. Und hier verhält sich es genauso wie am Anfang. Einfach wieder neu ins Spiel rein. Und das ganze Zeug liegt wieder da. Ist aber immer was anderes. Also wie gesagt, hier gibt es viele verschiedene Sachen, die ihr sammeln könnt. Einfach wieder neu rein ins Spiel und das wird nochmal alles bunt durchgewürfelt. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel Komposite hoher Dichte, Wärmeaustauscher. Hier könnt ihr dann viele, viele Sachen einsammeln, die ihr benötigt für sämtliche Sachen der Ingenieure. Also nicht bloß für ein FSA-Upgrade, wie in dem Fall, sondern auch Waffen, Schilde, Schildbooster, alles Mögliche. Wenn ihr euch ein bisschen Zeit sparen wollt, lasst einfach den Datenpunkt außen vor. Könnt ihr mitnehmen. Wie gesagt, bringt auch jedes Mal was Neues. Und auch hier könnt ihr euch die Zeit vertreiben ohne Ende. Was haben wir? Gedeckte Verschlüsselungscodes bekommen. Wunderbar. Vielleicht kriegen wir doch mal chemische Manipulatoren. Oder Chemiedestillerie würde ich nochmal mitnehmen. Chemiedestillerie haben wir. Wunderbar. Kam nochmal dazu. Gibt wie gesagt immer 3. Also ihr sammelt eins ein. Und wie auch bei den Materialien. Hybridkondensatoren gibt es auch. Das hier müssten chemische Manipulatoren sein. Wunderbar, alles nochmal bekommen. Spitze. Jo. Das ist der sogenannte Materialien-Eldorado. Ich glaube, ihr versteht auch wieso und warum. Und bloß, um das nochmal zu zeigen. Das wäre Death's Hope. Steht auch schön da hinten irgendwo dran. Genau, da hinten. Ja, das wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Gerade jetzt mit 3.0. Da sich da ein bisschen bei den Ingenieuren was geändert hat. Und der eine oder andere vielleicht nicht die Zeit hat oder auch die Lust, alles Mögliche zusammenzusuchen aus jeder kleinen Ecke der Galaxie, sondern vielleicht ein paar Punkte hat, wo man mehrere Sachen auf einmal bekommen kann. Dem sei das hier alles ans Herz gelegt und damit war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Sammeln. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.